Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich weiß, wir haben uns schon unfassbar lange nicht mehr gesehen. Das Ganze hat aber auch einen Grund. Ich war jetzt einfach 8 Wochen lang krank. Ich habe echt gedacht, ich spinne. Also 8 Wochen, ne? Und jetzt ist Woche 9. So langsam tritt auf jeden Fall eine Besserung ein. Aber bis rausgefunden wurde, was ich habe und wie das behandelt werden muss. Also da vergingen, glaube ich, 4 oder 5 Wochen. Ich war bei 3 Ärzten. Und ja, das war auf jeden Fall eine Tortur, sage ich euch. Das Einzige, was da leider hilft, ist nur Antibiotika und das vertrage ich richtig, richtig schlecht. Also ich habe nur rumgehangen und hatte sämtliche Nebenwirkungen. Mir geht es auch schon viel besser und deshalb denke ich, dass der Spuk jetzt hoffentlich vorbei ist und wir wieder ganz normal, ja, unser Leben leben können, ne, Tinkerbell? Ja, die kleine Maus muss gleich zum Tierarzt. Dann wird sie wieder einen halben Herzkasper bekommen. Sie hat irgendwie Angst vorm Tierarzt. Dabei macht sie das immer wirklich super. Also sie lässt alles über sich ergehen. Ja, sie wird heute die Tollwutimpfung bekommen. Oder nein, sie wird aufgefrischt, ne? Aber sie ist schon echt lange her. Wann haben wir sie das letzte Mal impfen lassen? Als Welpe, glaube ich. Ja, als Welpe. Ist schon ewig lang her. Allerdings wollen wir sie mitnehmen. Und selbst schon nach Österreich und so weiter braucht der Hund ja eine gültige Tollwutimpfung und deshalb kriegt sie jetzt einen kleinen Pieks. Ne, Tinkerbell? Ja, komm her. Kriegst du einen kleinen Pieks? Wo gehst du nur hin? An deine Spielzeugkiste, wir müssen jetzt aber los. Tinky, wir müssen los. Kriegst du einen kleinen Pieks? Tinky verträgt Impfung leider nicht so gut, deshalb gibt unsere Tierärztin immer noch was Homöopathisches dazu, dass sie das quasi einfach ein bisschen besser verträgt und es unterstützt so ein bisschen. Ich denke, sie wird wahrscheinlich ein bisschen müde sein, ein bisschen rumhängen, ne? Aber das werden wir gleich sehen. Und ich würde sagen, wir machen uns jetzt mal auf den Weg, Tinky. Wie gesagt, ja, da wir Tinky halt mit in den Urlaub nehmen wollen, muss das jetzt quasi sein. Und dann kann sie überall mit hinkommen. Und wir hätten sie eigentlich, also wir wollten eigentlich über meinen Geburtstag nach Österreich. Allerdings ging es mir so schlecht, dass wir gar nichts gemacht haben. Ja, also das ist echt sehr, sehr traurig gewesen. Ja, aber sie hat leider eh nicht mitgekonnt, da ihre Tollwutimpfung schon total lange abgelaufen ist. Deshalb nehmen wir das jetzt mal in Angriff und machen uns jetzt auf den Weg zum Tierarzt. Ich habe mal eine Frage, habt ihr ein Foto drin in eurem Heimtierausweis? Ich frage mich immer, ob ich eins reinmachen soll oder nicht. Könnte man. Das würde mich mal interessieren. So, der Hugo sollte auch mal wieder gewaschen werden. Wie lange haben wir den nicht gewaschen? Wir haben ihn echt vernachlässigt, ne? 5, 6 Wochen. Alter. Übrigens haben wir ihn tönen lassen, also die Scheiben tönen lassen. Und jetzt sieht er auch schon ganz anders aus. So, wir sitzen jetzt in unserem Traktor, wie ihr hören könnt. Und du, kleine Maus, weißt noch nicht, wo es hingeht, gell? Ja, wir kommen gerade rechtzeitig an, denn wir brauchen so 25 Minuten. Um 10.30 Uhr ist der Termin. Und ich habe mir noch gedacht, ja, ich kann heute noch meinen Personalausweis abholen, bevor wir zum Tierarzt fahren und zum Bäcker gehen. Auf jeden Fall auf später verschieben. Ich laufe einfach schon seit einem Jahr mit einem abgelaufenen Perso rum. Also es wird echt mal Zeit. Wir haben uns auch das allererste Mal Reisepässe beantragt. Und die brauchen ja aber richtig, richtig lange. Die kriegen wir wohl erst Anfang August ungefähr. Eigentlich hatten wir nämlich vor, in Urlaub zu fahren dieses Jahr. Aber es ist ja unfassbar teuer geworden. Das ist ja nicht mehr normal. Also das ist wirklich heftig. Es ist gefühlt alles um das Dreifache teurer geworden. Deshalb mal sehen. Aber wir hatten generell schon länger vor, uns einen Reisepass machen zu lassen. Ja. Aber für London jetzt. Genau, weil wir wollten unbedingt nochmal nach London. Es war sehr, sehr, sehr schön dort. Und ja, dafür braucht man ihn ja auch. Na, weißt du schon, wo wir sind? Ja, sie zittert. Es geht ganz schnell, ne? So, Tinky ist fertig, hat leider einen kleinen Verband. Sie hustet in letzter Zeit öfter mal und wir können uns nicht erklären, warum. Und wir haben sie auch schon untersuchen lassen. Sie hat auch schon was bekommen zur Unterstützung des Immunsystems und so weiter. Aber sie hustet noch immer und jetzt lassen wir mal abchecken, woran das liegt. Ja, ansonsten Impfung hat sie bekommen, Krallen geschnitten, ne? Jetzt bist du wieder tipptopp, ne? Ja, oh, ist sie schlecht. Tinky dreht immer ein bisschen ab, wenn sie beim Tierarzt war. Aber jetzt geht's heim und dann kannst du chillen, ne? Ich war jetzt gerade mein Perso abholen, ja. Und Tinky ist noch immer im Auto mit dem Verband. Deshalb werden wir den jetzt mal abmachen. Oh, das sieht doch gut aus. Oh, da wird sie wieder geschort. Ja. Oh. Ja, du kannst das Bein jetzt wieder ausstrecken. Ja. Ah, sieht immer wild aus, ne? Wenn die Hunde dann geschort werden, wenn sie Blut abgenommen bekommen. Jetzt ist alles wieder gut. Es hat nicht stark geblutet. Ja.
super. Wie schlimm sieht eigentlich mein Bild aus? Ich finde es immer so krass. Also echt, ne? Auf Bilder, also auf Passbildern, sieht man immer ganz crazy sieht aus. Aber ganz anders ja, aus. Er sieht ganz anders aus. Die haben den so ein bisschen neuer gemacht jetzt, den Ausweis. Jetzt geht's noch was zu essen holen. Wir haben einfach schon fast 12 Uhr. Wo ist die Zeit hin? Und in 5 Stunden bin ich genau hier wieder. Ja, wir stehen hier vor der Berufsschule und in 5 Stunden geht's für Arthur hier hin. Bist du schon aufgeregt? Ein wenig. Heute steht nämlich eine Prüfung an. Ja, da bin ich mal gespannt. Uff, was hast denn du alles geholt? Kenne ich aus meiner Kindheit. Früher haben wir in einem ganz kleinen Ort gewohnt. Ja, da gab es nur eine Bäckerei und die haben diese Kringel hier gemacht. Die habe ich geliebt. Kann ich mal ein Stück von deiner Käsebrezel haben? Guck mal, die ist so groß, die schaffst du niemals alleine. Ich kann dir helfen. Mehr gibt's nicht, Tinkerbell. Teil's dir gut ein für die schlechten Zeiten, ja. Tinky chillt. Gell? Also die Tierärztin meinte, kann sein, dass sie heute ein bisschen müde ist. Wenn Tinky dann die ganzen Impfungen hat, ist sie startklar und kann mit ins Ausland. Das heißt auch zum Beispiel nach Italien, so wie es eigentlich geplant war. Wir wollten ja nach Sardinien dieses Jahr und wollten sie eigentlich sogar mitnehmen, müssten dann aber dementsprechend mit dem Auto fahren und so weiter. Und das ist eine sehr, sehr lange Fahrt und hin und her. Und wir wissen es selber nicht genau, es ist alles so in der Schwebe, weil es ist ja auch alles so extrem teuer geworden. Da muss man gucken, dass man ein gutes Angebot bekommt oder so. Ansonsten bleibt Österreich. Ich finde, da kann man sie super mit hinnehmen. Die Fahrt dauert von uns so, ja, 4-5 Stunden ungefähr. Das ist alles machbar und ja, das werden wir mal sehen. Geht's denn für euch in den Urlaub? Wenn ja, wohin? Das würde mich interessieren. Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Also ich hätte unglaublich gerne Sardinien gesehen. Also ich habe mich da schon informiert im Internet und mir ganz viel dazu angeschaut zu der Insel. Und es ist einfach ein unfassbarer, schöner Ort, den ich sehr gerne gesehen hätte. Arthur macht noch seinen Lernzettel oder dein Inhaltsverzeichnis. Lernzettel. Ja, denn er darf auf jeden Fall Notizen benutzen und so weiter bei dieser Prüfung. Deshalb hat er sich da noch mal ein bisschen dran gesetzt. Ja, die kleine Maus, die ist so ein bisschen müde, ne? Schläft viel. Aber ist ja auch genehm. Während Arthur noch seinen Lernzettel vorbereitet, ja, habe ich gerade eben meine Bestellung entgegengenommen. Und zwar von Shein. Ich muss sagen, bei Shein ist nicht alles toll. Also es gibt auch Klamotten, die könnt ihr echt komplett vergessen. Die wascht man zweimal und dann kann man die schon in die Tonne werfen. Aber es gibt auch Sachen, wovon ich sehr begeistert bin. Zum Beispiel dieses Oberteil hier. Mein heutiges Outfit ist wie gesagt auch von Shein. Das ist jetzt kein Set gewesen, das sind zwei einzelne Teile, aber ich trage es sehr gerne in dieser Kombination. Die Sachen habe ich schon oft gewaschen, ich hatte sie auch schon oft an und sie sind noch immer top. Also wie gesagt, ich habe das schon sehr oft bestellt. Ich bestelle auch immer so, dass ich nur mit Klarna zahle, also ich mache keine Vorkasse oder so, weil ich möchte erstmal, dass es ankommt und dann mit der Retoure, das geht eigentlich auch relativ schnell. Also es wird sehr schnell bearbeitet. Dahingehend habe ich bis jetzt eigentlich nur Positives erlebt mit Shein. Das ist meine Bestellung. Ich habe 2 Röcke bestellt, ansonsten Oberteile und ich glaube 4 Kleider. Auf dieses Kleid hier bin ich auch sehr gespannt, wie das sitzen wird. Es hat eine schöne Farbe, hat hier zum Beispiel so eine Raffung, was mir gut gefällt. Was auch immer gut ist, wenn die Träger verstellbar sind, denn so kann man sich es besser an seine Größe anpassen. Ja, und der Stoff ist auch, das ist so ein leichter Stoff auf jeden Fall. Gut für heiße Tage. Ja, also dieses Teil zum Beispiel sagt mir jetzt überhaupt nicht zu. Also das gefällt mir jetzt gar nicht. Online hingegen hat es mir sehr gut gefallen. Ja. Tinky und ich wünschen dir jetzt viel Glück bei deiner Prüfung. Danke. Schaffst du schon, ne? Ja, das wird schon. Ich werde mich jetzt ein bisschen hinlegen, weil ich habe einfach seit 4 Tagen ungefähr ganz komische Kopfschmerzen. Ist nicht so toll. Es ist kein Corona. Test habe ich schon gemacht. Keine Ahnung, was das ist. Also das Wetter ist auch unbeständig. Ich weiß es nicht. Sollte bestanden sein. Sehr gut. Ja. War schwer. Ne, mit den Notizen wahrscheinlich nicht. Ohne Lernzettel hätte ich es... Zum Glück habe ich mich nochmal heute hingesetzt und einen Lernzettel geschrieben. Ja, aber es hat auch 2,5-3 Stunden, gell? Hast du Lernzettel gemacht? Hat sich aber gelohnt. Wenn du überlegst, was das Ganze kostet, dann lieber noch 2,5 Stunden. Ja. Ne, das passt. Stimmt. Sollte alles passen. Gut, du bist müde. Wir wollten jetzt aber noch ein bisschen rausgehen. Zumindest ein bisschen, Tinky. Ja. So, jetzt gehen wir noch eine Runde am Rhein. Tinky macht ihren Spaziergang. Sie will wieder heim. Tinky. Die Ärztin hat gesagt, die muss mich schonen. Komm. Ach ja. Komm.
Komm, Schächte. Ja, Tinky, die Maus, hat schon keine Lust mehr. Die möchte nach Hause. Und deshalb, ja, befolgen wir jetzt ihren Wunsch, ne? Ja, sie fährt. Tinky, fährst du? Wir haben jetzt noch einen ganz kurzen Abstecher beim Eismann gemacht. Ich habe mir Stracciatella genommen und Arthur Waldmeister. Was ist denn eure liebste Eissorte? Also ich finde, Stracciatella geht einfach immer. Schmeckt echt gut. Ja, und was magst du eigentlich am allerliebsten? Ja, also Waldmeister, Engelblau. Ja, die nicht natürlichen Sorten. Genau, die nur künstlich schmecken. Was ich auch noch total gerne mag, ist zum Beispiel Pistazie. Und ja, unser Eismann macht immer so verrückte Eissorten. Bueno-Eis und so. Und Raffaello, ja. Und Fregero und so. Ja, der hat schon gute Sachen. Ja. Ja. Dann gönnen wir uns jetzt noch das Eis. Dann müssen wir noch ganz kurz zum Kaufland und dann geht's heim. Und es ist auch schon gleich 8 Uhr, ja. Also der Tag geht rum wie nix hier. Das stimmt. Wir verabschieden uns für heute. Gell, du bist auch schon ganz müde und du bist auch schon ganz müde. Ja, ich auch. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog trotzdem gefallen, auch wenn heute nicht so viel passiert ist. Hinterlasst mir gerne euer Feedback. Und bis ganz bald im nächsten Video. Ciao. Tschö.